Der Ablauf von Tarifkolleginnen und Kollegen hat in der Bundesrepublik vom Grundsatz her immer die gleichen Rituale. Nicht, dass es eine Forderung gibt, die zu hoch ist für die Arbeitgeber und irgendwann trifft man sich in der Mitte. Nein, das meine ich nicht damit. Wir haben es mit Argumenten zu tun in der Tarifrunde, die doch immer gleich aussehen. Nämlich, die Unternehmen, die Arbeitgeber sagen, in einer Hochkonjunktur dürfen Gewerkschaften keine Forderungen stellen, weil wenn es zu Tariferhöhungen kommt, dann gefährdet das die Konjunktur. Befindet sich die Konjunktur in der Talfahrt, dann sagen sie uns, ihr dürft keine Forderungen stellen, weil ihr beschleunigt die Talfahrt und schadet der Wirtschaft. Wenn wir im Tal der Konjunktur sind, sagen sie, ihr dürft keine Forderungen stellen, weil wir kommen aus der Talsohle der Konjunktur nicht raus, wenn wir die Tarife erhöhen müssen. Befinden wir uns im Aufwund der Konjunktur, sagen sie, ihr dürft keine Forderungen stellen, weil ihr gefährdet den Aufschwung. Wenn man das zusammenrechnet, Kolleginnen und Kollegen, kennt jeder von uns das Ergebnis. Es ist nie der richtige Zeitpunkt für Tarifforderungen aus Sicht der Arbeitgeber. Wir sollen nie Tarifforderungen stellen. Wir sollen als Bittsteller uns dort hinstellen und womöglich überhaupt keine Tarifregelung haben. Welche Auswirkungen das hat, brauche ich sicherlich nicht besonders erklären. Der öffentliche Dienst sucht dann zusätzliche Argumente, die sich auch nicht durch neuere zeigen, sondern mehr durch eine Wiederholung. Da wird gesagt, die Finanzsituation der öffentlichen Hand ist schlecht, die Schulden sind zu hoch, es gibt den Hinweis darauf, dass die Steuerzahler das alles bezahlen müssen und nicht zuletzt die aberwitzige Behauptung, im öffentlichen Dienst wären die Arbeitsplätze ja so sicher, dass man auch ein Stück weit auf Einkommen verzichten muss. In diesem Jahr allerdings, Kolleginnen und Kollegen, fällt es Ihnen schwerer, mit diesen Argumenten zu arbeiten, weil Sie erkennen, dass viele der Argumente Sie nicht mehr abgenommen werden können, weil die Realität eine völlig andere ist. Während wir in vergangenen Jahren in Tarifrunden noch mit niedrigen Wachstumsraten es zu tun hatten, mit hohen Arbeitslosigkeit, mit geringen Steuereinnahmen, hat sich das Bild ganz, ganz erheblich verändert. Und einer der wesentlichen Argumente der Arbeitgeber ist zu sagen, es fehlt das Geld für Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst. Wie erinnern die Arbeitgeber daran, dass sie mit politischen Entscheidungen in den letzten Jahren alleine dafür gesorgt haben, dass durch Steuerveränderungen den Unternehmen mehr als 30 Milliarden Euro Steuererleichterungen gegeben worden ist. Und da sagen wir, das wäre ein ausreichender Anteil an Geld, der zur Verfügung steht für berechtigte Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst. Immer auffallender in dieser Republik wird die Kluft zwischen den Einkommen, den Verdiensten der arbeitenden Menschen und denen aus Kapitalgesellschaften und Gewinnen. Und erst gestern haben wir in den Nachrichten sehen können, wie die Statistik aussieht in der Frage der sogenannten Mittelschicht der Einkommen, wie viel Veränderungen über 20% es gegeben hat von den mittleren Einkommen zu den unteren Einkommen. Hunderttausende von Menschen erhalten für eine Arbeit in Vollzeit so wenig Geld, dass sie noch zum Amt gehen müssen und sich die Differenz für Hartz II erkämpfen müssen. Das, Kolleginnen und Kollegen, ist eine Situation, die nicht zu akzeptieren ist. Die Situation bei den Gemeinden zeigt, dass die Einkommenssituation über Steuern sich ganz erheblich verbessert hat. Der Bürgermeister dieser Stadt hat darauf hingewiesen. Die Personalausgaben sind letztendlich nicht zuletzt auch durch Personaleinsparungen geringer geworden, als sie zunächst einmal waren. In den letzten Jahren, Kolleginnen und Kollegen, war es der öffentliche Dienst, der in den Tarifverhandlungen und in den Tarifergebnissen ein Stück abgekoppelt war von dem, was in anderen Wirtschaftsbereichen erreicht worden ist. 2004 waren es 0,5% weniger im öffentlichen Dienst als in anderen Wirtschaftsbereichen. 2005 waren es 0,7%. 2006 waren es sage und schreibe schon 1,2% weniger als in anderen Bereichen. Das heißt 4 Jahre Reallohnverlust für den öffentlichen Dienst.
Und deshalb halte ich es für richtig zu sagen, wir haben Nachholbedarf, wenn nicht jetzt, wann dann? 8%, mindestens 200 Euro.